Heute ist der 30. April 2020 und ich hatte versprochen, in dieser Reihe von Videos ein bisschen mehr über unsere Arbeit beim Online-Lernen zu berichten. Das ist ein Stück weit hinten runtergefallen in letzter Zeit, auch weil im Tagesgeschäft viel dazwischen kam. Beispielsweise eine Webinarreihe, die wir heute starten. Das sind 50 Webinare beim Projekt OER Camp. Webinare sind vielleicht jetzt noch nicht die Speerspitze von dem, was man in Sachen Online-Lernen unbedingt teilen müsste. Was in unserem Fall interessant ist, ist ein Ansatz, der die Aufzeichnung voranstellt. Also nicht voranstellt zeitlich, sondern voranstellt in den Überlegungen, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wir denken sozusagen Aufzeichnung first und dann das Live-Webinar second, wenn wir es in coolen Agentursprechworten sagen müssten. Die Webinare an sich sind auch schon spannend, also das möchte ich auch auf jeden Fall bewerben. Das sind 5 Coaches, jeder Werktag wird von einem anderen Coach mit einer thematischen Reihe bespielt. Es geht um offene Webtools für das Lernen, es geht um die verschiedenen Inhaltstypen von H5P, es geht darum, wie man mit einfachen Mitteln selbst Audios und Videos produzieren kann und die Lernenden zur Verfügung stellen kann oder das Lernende gleich selbst machen lassen kann. Es geht um die besten 100 Anlaufstellen zum Thema Open Educational Resources und schließlich um kleine und nette Ideen zum Thema Lernen in Online-Kursen. Das sind die 5 Coaches. Von hinten jetzt nochmal Anja Lorenz, Kai Obermüller, Sonja Borski, Oliver Tacke und Neil Hirsch. Ganz großartige Sachen. Ich bin sehr gespannt, ab jetzt jeden Tag über oercamp.de/Webinare zu finden. Jetzt aber zur versprochenen Überlegung, warum wir die Aufzeichnung vorangestellt haben. Pädagogisch ambitioniert würde man normalerweise immer sagen, naja, man darf nicht von Aufzeichnung her denken, man würde vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, die Aufzeichnung wird eher so als Nebenprodukt gesehen. Man sagt gerade bei der Aufzeichnung, man sagt gerade bei dem live gesendeten Aspekt, dass es viel um Interaktion geht, also nicht nur ein Vortrag sein soll, der dann halt live gesendet wird. Und wenn man jetzt von der Aufzeichnung her denkt, sieht das erstmal pädagogisch zumindest nicht so besonders interessant aus. Wir haben folgende Überlegung dahinter. Es gibt erstens eine quantitative Überlegung, die ist groß, aber auch noch nicht besonders innovativ. Das ist die Erfahrung aus den letzten, keine Ahnung, wie lange wir Webinar machen, je nachdem, wie lange man das so nennt. Egal, sagen wir 10 Jahre. Es gucken immer mehr Leute die Aufzeichnung an, als live dabei sind. In den ersten Wochen gleicht sich das relativ schnell an, die Zahl. Und mit dem Zeitverlauf hat man eher tatsächlich deutlich mehr Leute, die die Aufzeichnung anschauen. Das heißt, wir rechnen mit einem Faktor von, weiß ich nicht, 1 zu 5 oder 1 zu 10, je nachdem, wie lange man auch guckt, wie viele Leute mehr man mit der Aufzeichnung erreicht. Dafür könnte man sagen, na gut, der Live-Charakter, wenn man ihn gut macht, hat eine höhere Intensität, einen höheren Mehrwert durch Interaktion oder ähnliches. Und dann würde man das ausgleichen. Bei uns hat deswegen noch eine andere Überlegung mit reingespielt. Das ist so ein bisschen eine qualitative Idee. Unsere Videos sind selbst OER, also stehen als frei lizenzierte Materialien zur Verfügung. Und wir haben die Erfahrung gemacht und im Moment gerade auch die Nachfrage empfunden, dass viele Leute jetzt gerade dazu lernen und auch Lehrangebote machen wollen. Also es gibt viele andere, die auch was erklären wollen und was darüber lernen wollen, was wir hier machen mit den Webinaren. Und diese Materialien, die wir da bereitstellen, auch aus anderen Projekten kennen wir das, werden dann bisweilen genutzt, um in andere Kontexte zu kommen. Also besonders als Lernvideo, weiß ich nicht, in einem Online-Kurs verwendet zu werden oder dass Ausschnitte davon genutzt werden oder als man sich noch getroffen hat, auf Schulungen gezeigt wurden oder ähnliches. Das heißt, wir gucken schon von Anfang an, dass diese Webinare eben auch besonders gut geeignet sind von der Form her, dass sie später auch in anderen Kontext gebracht werden können. Das ist gar nicht so einfach, weil intuitiv man natürlich immer in dem Kontext mitdenkt, in dem man gerade ist. Man sagt im Webinar von, man spricht vielleicht von heute und man sagt, heute geht es um und man geht auf die Teilnehmer ein und sagt irgendwie, was als Reaktion auf was gerade im Chat passiert etc. Das alles passt aber nicht mehr, wenn man sagt, es soll später in einem anderen Kontext stehen, zum Beispiel in einem anderen Online-Kurs, zu einer anderen Zeit, mit einer anderen Gruppe, vielleicht auch mit einem ein Stück weit anderen Zielsetzung. Wenn man jetzt sagt, okay, trotzdem soll das ja aber nicht nur wie eine Aufzeichnung wirken, bei der man zufällig live zuschauen kann. Da muss man eben gucken, wie man diese Webinare aufbaut. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das einfach zeitlich ganz strikt zu trennen, wann im Webinar die Aufzeichnung vordergrund steht und wann nicht. Und das sozusagen nicht zu vermischen, sondern einfach Cut quasi zu sagen, so hier, das ist der wichtige Teil für die Aufzeichnung.
Klingt relativ einfach, ist in der Praxis vielleicht gar nicht so trivial. Am Anfang gibt es eine Begrüßung, eine Einstimmung, Warm-up, eine Erklärung, wie das Ganze abläuft, ein Webinar etc. Das sind lauter Sachen, die nicht aufgezeichnet werden. Dann kommt sozusagen Cut und der Coach übernimmt für einen Input von, sagen wir mal, 20 Minuten. Diese 20 Minuten sind so gedacht, dass sie tatsächlich gedacht sind als erster Linie, als dass das später auch gut als Aufzeichnung funktioniert. Dann funktioniert es zumindest okay, auch für die Leute, die live dabei sind. Dann machen wir quasi wieder einen Cut und kommen zum interaktiven Teil. Die Aufzeichnung läuft nicht weiter. Man sagt so, jetzt können wir über Fragen, über eigene Erfahrungen sprechen. Es gibt ein paar Coaches, die auch interaktive Übungen einbauen werden. Die sagen, jetzt könnt ihr das mal ausprobieren, macht das mal 10 Minuten, kommt wieder hierher zurück. Und dann gucken wir uns eure Erfahrungen gemeinsam an. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Die Idee, davon jetzt auch gleich 50 Stück zu machen und zwar möglichst schnell, also an 50 Tagen 50 Stück zu produzieren, auch an den Feiertagen übrigens, vielen Dank an die Coaches, die speist sich daher, dass wir gesagt haben, dann soll dieser Fundus an 50 frei lizenzierten Videos schnell zur Verfügung stehen und nicht möglicherweise gestreckt und dann steht der Anfang nächsten Jahres da, sondern viele andere Projekte können jetzt das schon gebrauchen, dass da die Videos sind, die für ihre eigenen Zwecke nachnutzen können. Das ist die nächste Überlegung dahinter. Daher diese Überlegung, Aufzeichnung first, gleichzeitig immer das so zu machen, dass die Leute, die live bei den Webinaren dabei sind, nicht darunter leiden unter diesem Charakter der Aufzeichnung. Daher die starke Gliederung, die starke Trennung in die verschiedenen Phasen mit und ohne Aufzeichnung. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben schon im Vorfeld gemerkt, es hat auch positive Nebeneffekte. Beispielsweise muss man nicht groß thematisieren oder klären, wie das mit dem Datenschutz oder dem eigenen Bild ist, wenn Leute in Aufzeichnung sind oder wenn Leute was fragen, sollen die da mit Namen genannt werden, später in der Aufzeichnung oder nicht. Man muss die Leute dann nicht irgendwie aufklären und sagen, ja, übrigens, wenn du hier eine Frage stellst und wieder eine Frage mit deinem Namen nennen, dann ist das in diesem Video für immer da drin etc., weil das eben ganz stark voneinander getrennt ist. In der Aufzeichnung ist nur der Input drin, nur der Coach, der den Input gibt und alles Weitere wird eben nicht aufgezeichnet. Das nur als einen Gedanke. Aber jetzt kann man sich anschauen, wie das funktioniert. Die Live-Termine auf oercamp.de/Webinare, die Videos danach zum Beispiel auf YouTube, auf unserem OERCamp-Kanal, aber natürlich auch auf oercamp.de/Webinare zum Download, damit man auch gut was damit machen kann. Ich freue mich über Rückmeldungen. Bis bald.